Herzlich willkommen nochmal an alle. Wir haben hier 20 Teilnehmer jetzt, knapp 20. Und der Hauptgast des Abends ist Julia Egenolf. Technisch habe ich gerade gesagt, das ist dieses Programm, das wir nutzen, EduDip, ist von einem kleinen deutschen Hersteller. Dafür haben wir uns entschieden, weil es sehr sicher ist und nicht über amerikanische oder sonstige Server läuft. Da gibt es in dieser Software gibt es die Möglichkeit, da gibt es eine Chat-Funktion, da kann man schreiben und Kommentare oder im Lauf des Gesprächs auch Fragen dadurch einwerfen. Wir gucken da, wir halten da einen Blick drauf und nach dem Vortrag von Frau Igenolf schauen wir auch ein bisschen, welche Fragen da kommen. Das ist also so die Möglichkeit, ein bisschen Interaktion herzustellen. Ich selber bin Ralf Brandt, bin Mitglied im Vorstand des HDAK und ich freue mich sehr, heute Abend Frau Julia Egenolf zu begrüßen als Hauptrednerin zum Thema Smart City Cologne, Strategie, Vision und urbanes Labor. Sie kennen sicherlich normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten wären wir jetzt im schönen Kubus im Josef-Haubrich-Hof, Nähe Neumarkt. Das geht jetzt leider nicht. Der Vorteil hier ist, dass man keine Maske vor dem Computer tragen muss. Ist natürlich auch schön. Sie haben wahrscheinlich die Ankündigung zum Abend heute gelesen, sonst wären Sie nicht da. Stichwort eben Smart City, da geht es oft so, auch im europäischen, in der Debatte geht es ganz viel um Technik, um datenintensive Optimierung, Effizienzsteigerungen und so weiter. Immer mit dem Ziel, unsere Gesellschaft, unsere Städte nachhaltiger, zukunftsfähiger, CO2-ärmer zu machen. Und Frau Egenolf arbeitet ja in der Koordinationsstelle Klimaschutz der Stadt Köln. Die Stadt Köln hat den Klimanotstand ausgerufen. Und darum ging es auch um CO2-Emissionssparung zentral in einem Projekt Grow Smarter, in dem Köln, das war EU-gefördertes Projekt, in dem Köln dabei war mit ein paar anderen Projekten. Das ist jetzt zu Ende gekommen und darüber wird Frau Egenolf mehr erzählen, als sie schon mal erzählt hat. Sie war nämlich mit Frau Barbara Mühlendick schon mal vor etwa 1,5 Jahren im HDAK. Und wir haben sie damals gebeten, es wäre doch schön, nochmal ein Update zu hören, wenn das Projekt am Ende ist. An dem Punkt sind wir jetzt. Und es gibt auch ein neues interessantes Projekt, Optivohn, das Frau Egenolf leitet. Sie selber ist Architektin und Planerin. Hat an der RWTH studiert, hat in Rom studiert, in Seattle gearbeitet. Seit 2013 ist sie wieder in Deutschland und eben arbeitet in der Stadt Köln für dieses Grow Smarter Projekt und jetzt Optivohn. Ich habe sie gefragt, und damit beende ich auch meine Einführung, was wäre denn so ihre Vision für Köln im Jahre 2030? Und dann schreibt sie mir: Ich würde mich freuen, wenn bis dahin trotz immens komplexer Aufgabe unterstützt doch beste Zusammenarbeit die gesamte Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung schon ganz nah am Ziel eines klimaneutralen Kölns zu sehen. Ich bin sehr gespannt, inwiefern sie in ihrer konkreten Arbeit dazu beitragen kann, und freue mich auf den Vortrag. Und jetzt müssen wir irgendwie, ich Ja, glaube, ich schalte meine Kamera vielen aus, Dank. sodass Platz ist auf dem Bildschirm für die Präsentation. So, bitteschön. Super, ja, vielen Dank. Ich hoffe, es können mich jetzt alle hören. Sonst müsst ihr mich einfach unterbrechen, Jola oder Ralf. Ich höre gut. Gut, okay, prima. Herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Das sind natürlich hochgesteckte Ziele, aber wir versuchen alle zusammen daran zu arbeiten. Also, jetzt kann ich hier selber weiterklicken. Prima. Ganz kurz zu meiner Person, das hast du ja schon getan. Mein Name ist Julia Egenolf. Ich bin bei der Koordinationsstelle Klimaschutz der Stadt Köln und Architektin und bin jetzt schon seit circa 5, 6 Jahren bei der Stadt Köln, bei der Koordinationsstelle Klimaschutz. Kurz zur Agenda. Ich möchte ein paar Sätze zum Klimaschutz, zur Evolution der letzten paar Jahre erklären, dann auf die Initiative Smart City Cologne eingehen und so die letzten Projekte, eine kleine Auswahl präsentieren, um dann im Detail auf das Projekt Grow Smarter einzugehen. Und dann gibt es natürlich gerne eine Fragerunde, in der ich versuche, dann Ihre Fragen zu beantworten. Genau.
Zum Klimaschutz zunächst. Also dies hier soll eigentlich eine Folie sein, die sich aufbaut mit der Information dazu, dass die Initiative Smart City Cologne 2011 gegründet wurde mit der Rheinenergie und unter Barbara Mühlendick, die jetzt ja verdient in den Ruhestand gegangen ist. Und danach kam dann kurze Zeit später, 2014, das EU-Projekt Grow Smarter, welches 2015 bis Ende 2019 lief, jetzt noch in den allerletzten finanziell abzuschließenden Zügen liegt, als größtes SCC-Projekt mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung. In der Zeit, in der Grow Smarter lief, konnten wir auch ein Maßnahmenprogramm für den Klimaschutz in der Stadt Köln abschließen und auch im Rat beschließen lassen. Das heißt Köln Klimaaktiv 2022. Und inzwischen sind wir also seit diesem Jahr bei der Arbeit oder an der Arbeit an einem Fahrplan zu einem klimaneutralen Köln. Daher auch diese Vision, dieses kleine Statement. Ja, wie Ralf Brandt schon gerade sagte, wurde 2019 der Klimanotstand ausgerufen und Frau Obi-Reka möchte ja auch, dass das Klimaneutralitätsziel bald erreicht wird. Und so wurde ein sogenannter Klimarat eingerichtet. Dieser Klimarat soll Strategien und einen Fahrplan zum klimaneutralen Köln erarbeiten. Tja, und um dieses Ziel des klimaneutralen Kölns deutlich vor 2050 zu erreichen, sind natürlich erhebliche Anstrengungen notwendig. Zu dieser Konzeption vielleicht kurz. Köln hat sich durch ihre Mitgliedschaft im Klimabündnis der europäischen Städte verpflichtet, ihre gesamtstädtischen CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Das ist sicher bekannt. Die Erreichung der Klimaschutzziele kann nur durch eine breite Unterstützung der Stadtgesellschaft erfolgen. Hier sieht man einmal die prozentuale Verteilung der Treibhausgasemissionen nach Sektoren. Und dieser Klimarat ist also ein beratendes Expertengremium mit Vertretern und Vertreterinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft, dem Wohnungsbau, der Zivilgesellschaft und der Verwaltung. Er soll Impulsgeber sein für ein klimaneutrales Köln und entwickelt dazu also einen Fahrplan in allen Sektoren. Energie, Gebäude, Mobilität, Industrie, Logistik, Ernährung und Konsum, aber auch Kommunikation und Partizipation. Und wir richten uns hier nach den Zahlen und Zielen der Bundesregierung. Ja, also dieser Klimarat versteht sich als Motivator und Organisator für das klimaneutrale Köln. Die Mitglieder sind Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. So viel kurz dazu. Nun zum Thema Smart City Cologne. Smart City Cologne ist eine institutsübergreifende Initiative von Stadt Köln und Rheinenergie AG für eine lebenswerte, klimafreundliche, nachhaltige und innovative Stadt. So ist es erst einmal definiert worden. Und diese Initiative ist also zugleich einerseits Strategie und Vision, um eben integrierte Vorgehensweisen für ein lebenswertes und ressourcenschonendes Köln aufzuzeigen. Einerseits ist also Smart City urbanes Labor mit inzwischen mehr als 50 Projekten und hier sollen eben Technologien und Lebensqualität für den Klimaschutz in Köln gefördert werden. Es ist eine Plattform für unterschiedliche Projekte zum Klimaschutz und zur Energiewende. Lange Zeit wurde ja hier sehr viel dieses Thema Digitalisierung nur in Verbindung gebracht mit dem Thema Smart City Cologne. Aber hier ist es eben viel vernetzter zu sehen. Ja, wir haben hier das Thema Fördermöglichkeiten. Und zwar, um dies Ganze möglich zu machen, dass eben jeder mitmachen kann, Privatleute, Unternehmen, Verbände und Initiativen, wurde das Förderprogramm Smart City Cologne Go ins Leben gerufen. Und hier gibt es also 100.000 Euro pro Jahr zu vergeben und höchstens 10.000 pro Projekt. Also insgesamt können die Projektkosten 12.500 sein, aber nur 80% werden gefördert. Damit sind wir bei 80 oder 10.000 Euro. Ja, wenn man also eine gute Idee hat, bewerben Sie sich, hier können Sie dabei sein. Um allerdings im zweiten Schritt diese Förderung noch besser und ausführlicher zu gestalten, gibt es den Smart City Cologne Innovationsfonds, beziehungsweise erstmal die Planung dazu, denn Klimaschutz ist aktuell, aber eben auch Zukunftsthema.
Und städtische und Strategien und Ratsbeschlüsse fördern oder fordern eben auch diesen Klimaschutz in Köln. Und dazu muss es neue Instrumente geben zur Finanzierung und Umsetzung von klimaschützenden Maßnahmen. Und die sind bisher rar. Und da SCC eine erfolgreiche Plattform ist und SCC Go seit 2019 auch ein erfolgreiches Instrument zur Förderung war, gibt es also jetzt hier diese Folgeidee, diese Ziele des Innovationsfonds. Es ist also ein Finanzierungsinstrument zur Förderung innovativer Projekte und soll lokale Innovationsökosysteme mit risikomindernder Finanzierung verknüpfen und aber auch die Phase überbrücken zwischen der Ideenentwicklung und der Erprobung durch diese Marktdurchdringung von Innovationen. Ja, die Vorzüge sind, man hat ein angepasstes Finanzierungsinstrument an Köln-spezifische Bedarfe. Köln ist Innovationstreiber damit und es ist eben wirklich Neuland. Köln ist hiermit Vorreiter. Gut, dann zum Thema Smart City Projekte allgemein ein paar Themen, die vielleicht schon bekannt sind. Smart City Cologne The Ship ist eine voll digitalisierte Büroimmobilie in Köln-Ehrenfeld. Hier soll neues Arbeiten gefördert und gefordert werden. Das ist, glaube ich, in den letzten Zügen beziehungsweise auch schon eröffnet worden. Dann gibt es ganz aktuell zur Krisensituation ein neues Warnsystem zur Kommunikation mit der Bevölkerung. Hier soll eben vollautomatisiert mit der Bevölkerung in Kontakt getreten werden können. Und sowas ist natürlich dann bei Krise, Gewitter, Orkan oder Schadstoffbelastung ein gutes Tool, um auch in Parks oder Gegenden, wo man sonst nicht gut hinkommt, diese Kommunikation aufzunehmen. Dann das Projekt Vertica. Heißt ausgeschrieben vertikale Klimakläranlage. Hier geht es um smarte Fassadenbegrünung für ein besseres Stadtklima. Das Ziel hier sind die Ressourcen, der Ressourcenschutz und Thema Klimawandelanpassung. Es werden Fassadenmodule entwickelt, die einmal die Produktion von Solarstrom mit dem Thema der Fassadenbegrünung verbinden können. Das läuft im Moment als Projekt mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ein weiteres Projekt mit diesem Bundesministerium für Bildung und Forschung ist das Projekt Optivon. Hier nur kurz angerissen. Hier geht es um eine Entwicklung innovativer Strategien zur optimierten Nutzung von Wohnflächen. Ziel ist hier eben, die Flächennutzung zu optimieren und den Neubaudruck zu mindern. Wir wissen, das ist großes Thema in Köln und in vielen Großstädten. Die Frage ist, wie können wir also nicht ständig immer nur neu bauen, sondern auch das nutzen, was wir schon haben, durch eben zum Beispiel Umbau, Umnutzung, aber auch Neubau und dann mit dem Gedanken, dass man eben hier Anpassungen vorsehen kann. Hier werden bestehende Ansätze erstmal analysiert und dann verschiedene Maßnahmen entwickelt. Im Moment scheint es in Köln darauf hinauszulaufen, die vielen Akteure, die schon in diesem Thema aktiv sind, besser miteinander zu vernetzen und hier vielleicht Kommunikationsplattformen aufzubauen. Aber wir sind da noch in der Entstehung. Das Projekt läuft mit dem Wuppertal-Institut und mit den Städten Tübingen und Göttingen. Dann wollte ich kurz darauf hinweisen auf die jährliche Smart City Konferenz, die ja leider dieses Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, soll aber im nächsten Jahr im April stattfinden und höchstwahrscheinlich im Online-Format. Das nur als vage Ankündigung erstmal, weil wir noch nicht genau wissen, ob das wirklich so stattfinden kann, wie jetzt angedacht. Genau. Jetzt aber zum EU-Projekt Grow Smarter. Endlich, denken Sie. Noch einmal ein kurzer Rückblick, damit Sie die Zusammenhänge auch nochmal dargestellt bekommen. Das Projekt lief also im Zeitraum 2015 bis 2019 mit den drei Leuchtturmstädten Barcelona, Stockholm und Köln. Köln als erste deutsche Leuchtturmstadt im Rahmen dieser Horizon 2020-Projekte, die inzwischen ja auch weit über Europa gestreut sind. Stockholm hat das Gesamtprojekt für alle Städte geleitet. Es gab Nachfolgestädte, sogenannte Follower Cities, Cork in Irland, Porto in Portugal, Malta, Valletta, Suceava in Rumänien und Graz in Österreich. Gefördert wurde mit einem Betrag von 25 Millionen Euro pro Lighthouse City
blieben dann 7,3 Millionen übrig, sag ich mal, denn pro Partner in dem Projekt bricht das sich das nochmal runter auf natürlich dann nochmal kleinere Beträge. Ja, es geht um 12 intelligente Lösungen in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Mobilität, in dem Bestand. Wir wissen, Europa ist gebaut zu größtem Maße. Und wie gehen wir mit dem Bestand um, der intelligente Lösungen braucht? Gut, es sind nur 12 Lösungen, aber immerhin 12 in diesen drei Bereichen, in denen wir experimentell und auch tatsächlich Maßnahmen umgesetzt und auch evaluiert haben. Und zwar geht es hier einmal in diesem Thema Niedrigenergiestadtteile für Köln um das Thema intelligente Fassadensanierung, clevere energiesparende Bewohner und intelligentes örtliches Strommanagement, aus dem Englischen so übersetzt damals. Es geht einmal dann im zweiten um ganzheitliche Infrastrukturen, also Integrated Infrastructures ist der englische Begriff. Da geht es in Köln, ich habe es gelb hinterlegt, was auf Köln hier zutrifft, um intelligente Straßenbeleuchtung, dass man da also mehr mitmacht als nur beleuchten. Und um transparente Verwaltung von Daten. Und im Bereich Mobilität geht es in Köln um Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen und um das Thema intelligente Mobilitätsangebote. Ja, wie und was haben wir hier gemacht? Es war ein integrierter Ansatz. Das Ziel war hier im Thema Energie, die Primärenergie zu reduzieren um 70%. Das Datenmanagement zu visualisieren, zu nutzen und als Verknüpfung zu nutzen zwischen den Themen Energie und Mobilität und im Thema Mobilität die CO2-Reduktion um 60% zu erzielen. Das haben wir im Großen und Ganzen auch erreicht. Erkläre das gleich noch genauer. Warum das Ganze? Diese Leuchtturmstädte sollen also wegweisend sein, sollen ein Vorbild sein, welches replizierbar ist, welche Maßnahmen dann replizierbar sind aus diesen Leuchtturmstädten. Implementiert werden diese Smart Solutions oder wurden sie durch und mit zusammen mit den Industriepartnern, ohne die das ja gar nicht anders ginge. Und man soll dann eben weitere Städte involvieren, einmal die Nachfolgestädte, die ja auch ihre eigenen Aktionen haben, aber darüber hinaus dann eben weitere Städte aktivieren und involvieren und diese Informationen auch an die Wissenschaft weitergeben, damit weitere Forschung betrieben werden kann. Wie gesagt, ohne die Partner wäre dies alles nicht möglich. Das sind alle Partner gewesen im Projekt. Hier einmal die Übersicht der Industriepartner für Köln, die Rheinenergie, die Deutsche Wohnungsgesellschaft oder auch DEWOG, AGT International, dann das Urban Institute, die KVB natürlich, Cambio und Ampido als die Partner, die für Köln hier in Aktion waren und natürlich auch die Stadt Köln. Ja, dann wurde das, wie gesagt, drei bis vier Jahre umgesetzt, das Projekt, und dann ein bis zwei Jahre evaluiert, je nach Masterannahme. Und hier war eben einmal die Frage nach der technischen Evaluierung. Wurden diese Lösungen wirklich erreicht in den Themen Energie und Klima? Und aber auch im Bereich der Wirtschaft und des Wachstums, erreichten diese Ziele auch wirtschaftlich das, was sie sollen? Lohnt es sich, diese Maßnahmen umzusetzen, auch wenn es keine zum Beispiel keine EU-Mittel gibt als Anschub. Gut, zum Thema Niedrigenergiequartiere haben wir Folgendes geschafft. Den Primärenergiebedarf um circa 70% reduziert in Köln durch die Strategien von erneuerbaren Energien, also Photovoltaik, eingebaut in der Stegerwaldsiedlung. Wir haben die Gebäude sind gedämmt worden, Luft-Wasser-Wärmepumpen wurden eingebaut, Batteriespeicher, effiziente Beleuchtung eingebaut, aber eben auch das Thema Verhaltensänderung angesprochen, um da Menschen mitzunehmen, diese Dinge auch anzunehmen. Wir können so viel Technik einbauen, wie wir wollen. Wenn das keiner annimmt, funktioniert das auch nicht auf lange Sicht. Also müssen wir die Menschen mitnehmen. Und dann das Thema des virtuellen Kraftwerks bzw. Siedlungsmanagement, wie die Rheinenergie dies entworfen hat. Und zum Teil dann auch den Einsatz von Fernwärme. Mit diesen Maßnahmen zusammen haben wir die Ziele erreicht. Hier nochmal kurz die Übersicht. Es waren also drei Bauphasen in der Stegerwaldsiedlung in Köln-Mühlheim. Über 3 bis knapp 4 Jahre eingesetzt. Energie bereitgestellt für 16 Gebäude mit circa 33.500 Quadratmetern Wohnfläche, ungefähr 700 Wohnungen und circa 1.000 Anwohnern. Diese PV-Module wurden also auf allen Dächern eingebaut,
41 Luft-Wärme-Pumpen wurden eingesetzt, Fernwärme und Batteriespeicher. Also ein System, welches diese Siedlung so effizient und autark mit so viel Energie wie möglich vor Ort versorgt. Hier die Information zum Siedlungsmanagement. Nochmal das Thema Autarkie, also soll die maximale Autarkie der Siedlung erreicht werden. Dieses System kann also auch Prognosen darstellen auf Basis von selbstlernenden Algorithmen. Das System ist natürlich erstmal dumm und dann muss es gefüttert werden mit Daten und kann dann damit etwas erreichen. Und so kann man dieses System optimieren, entweder mit wirtschaftlichem oder eben auch mit ökologischem Schwerpunkt. Und es agiert also im Grunde als Bündlersystem, man sieht es ja hier in der Mitte dargestellt, für diese Kleinstanlagen, für dieses virtuelle Kraftwerk. Und optimiert dann den Verbrauch, aber kontrolliert auch diese Energiequellen. Gut, das erstmal dazu. Die Schlussfolgerungen hierzu sind, dass also wie dieses Ziel der 60% Energie- und CO2-Einsparung in Köln nahezu erreicht wurde, je nachdem, wie man es rechnet und wie Stockholm das evaluiert und validiert, sind es knapp drunter. Die reine Energie hat aber auch knapp drüber für gewisse Gebäude darstellen können. Also im Mittel ist es erreicht. Es gab natürlich hohe Erschließungskosten, da dieser Bereich eine Industriebrache ist, dieses Gebiet. Es mussten vorgelagerte Netze verstärkt werden. Die ganzen technischen Aufwände und auch Koordinierungsaufwände waren sehr groß. Dieser Umbau lief im laufenden Mietverhältnis, also auch sehr kompliziert für die Mieter vor Ort, anstrengend. Und es gab im Grunde sehr wenig Platz in den Kellern für diese Anlagentechnik. Ein Wunder, dass da zum Teil alles reingepasst hat. Dann wurden für dieses Siedlungsmanagement unglaubliche Datenmengen verarbeitet. Das ist auch etwas, wo man natürlich erstmal justieren muss und verstehen muss, funktioniert das jetzt richtig oder muss ich nachjustieren, verstehen und dem System die Möglichkeit geben, die Daten auch richtig zu liefern. Gut, dann gibt es natürlich viele Regularien und Vorschriften, die wir auch der EU zurückgemeldet haben, die vielleicht nötig sind, mal zu ändern, anzupassen, auch auf regionaler, aber eben auch nationaler oder EU-Ebene zu betrachten, dass man mehr Experimentierräume lassen könnte für solche Projekte in den Städten, damit man nicht immer sofort auf Barrieren stößt, was Regularien angeht, um eben hier mal diese Freiräume zu schaffen, solche Projekte überhaupt umsetzen zu können. Ja, dann, wie gesagt, sind wir natürlich in Bestandsgebäuden. Und da ist das Mieterstrommodell nur schwer und eingeschränkt umzusetzen oder schwieriger umzusetzen als bei Neubauten, denn diese Mieter haben zum Teil nicht unbedingt das Interesse, vor allem vielleicht auch nicht in der Stegerwald-Siedlung für diese smarten Ideen. Aber trotzdem wollten wir es auch mal in so einer Siedlung ausprobieren, denn das kann ja auch mal diese Menschen mitnehmen. Gut, hier nochmal im Vergleich, wie dann im Endeffekt validiert wurde. Hier sieht man für Barcelona die Werte, für Köln und für Stockholm. Stockholm ist weit auch über das Ziel hinaus noch. Und Köln in dieser Rechnung 37% Energieeinsparung und 57% CO2-Einsparung. Also nah dran am Ziel, wie gesagt, mit lokalen Berechnungen dann noch näher am Ziel. Aber das ist das, was offiziell gemeldet wurde im Projekt. Gut, dann zum Thema integrierte Infrastrukturen. Da ging es zum Beispiel mal, um auch ein bisschen von Stockholm und Barcelona zu berichten. In Stockholm ging es dann eben auch ums Thema Smart Street Lighting. Da wurden Laternen getestet, die zu verschiedenen Zeiten Licht spenden und auch dann eben nur, wenn jemand vorbeiläuft, daherläuft. Und es wurde dann recht schnell klar, dass da sehr viel, 20-30% Energie gespart werden kann. Und was ich interessant fand, auch die Stunden der Sonne, also des Tageslichts in den drei Städten gar nicht so viel anders ist. Es ist eben nur übers Jahr anders verteilt. Und insofern kann man also diese Maßnahmen auch in anderen Städten, nicht nur in den nordischen Städten, vielleicht gut nutzen. Und so lernen wir voneinander, um dann diese Themen vielleicht auch bei uns mal auszuprobieren. Im Bereich der Laternen, die jetzt umgenutzt wurden und weiterverwendet wurden als eben nur für
fürs Licht spenden in den Abendstunden oder in der Nacht wurden dann in Stockholm zum Beispiel Wi-Fi eingebaut und in also in Barcelona Wi-Fi eingebaut für ein großes Netzwerk. In Stockholm wurden Bewegungen nachvollzogen in großen Eventplätzen, damit man also Verkehr lenken kann und steuern und helfen kann, weniger Verstopfungen zu haben und da den Verkehr etwas zu erleichtern. Und in Köln wurde dann noch nachträglich, weil die anderen beiden Städte das nicht umsetzen konnten, die Maßnahme mit einbezogen, elektrische Ladesäulen an schon bestehenden Laternenmasten einzubauen. Dafür muss es natürlich die richtigen Straßen und die richtigen Laternen an einem Parkplatz geben, aber das wurde an 3 Stationen in der Klimastraße umgesetzt. Zum Thema Abwärmerückgewinnung wurden in Stockholm einmal ein Rechenzentrum und ein Supermarkt genutzt, um hier mit Wärmepumpen bis zu, ja, Sie sehen es, 1000 Wohnungen beziehungsweise 200 Wohnungen mit Heizung und Warmwasser zu versorgen. Das ist ein Thema, was in Köln noch eher schwierig ist. Ich glaube, da geht es auch um Regularien und Vorschriften, aber das ist etwas, wo wir bestimmt auch bald hinkommen und auch hinkommen müssen, denn da ist ein großes Potenzial zu sehen. Gut, jetzt zum Thema integrierte Infrastrukturen. Dieser Satz hat uns ein bisschen begleitet durchs Projekt, denn Daten sind in Deutschland ja eine schwierige Sache. Nicht jeder möchte die teilen und schon gar nicht, wenn es dann auch noch um Businessmodelle geht. Nichtsdestotrotz haben wir hier uns angeguckt, wie bisher Daten laufen, eben normalerweise von der Quelle unten dargestellt zu Apps und dann zu dem Nutzer. Im Projekt haben wir eine sogenannte Open Big Data Plattform eingebaut, die diese Daten also sammelt, auswertet und ja damit eben etwas macht, was bisher nicht möglich war, die also zu besserem Nutzen verarbeitet. Und dann ein Urban Cockpit, das sehen Sie auf der rechten Seite oben, erstellt, welches diese Daten dann auch visuell darstellen soll. Es gibt in Köln ja schon diese sogenannte Open Data Plattform oder Open Data Cologne, bei dieser Plattform sind schon viele Daten erhältlich. Aber es ging eben hier wirklich um die Nutzung von Daten in Realtime, also Echtzeitdaten, die dann benutzt werden sollten. Das war im Projekt nicht einfach, da gab es große Barrieren eben gerade wegen des Themas Businessmodell. Denn wenn ich meine Daten preisgebe, kann ja nachher jeder alles einsehen. Das ist nicht gewollt, sodass im ersten Schritt diese Plattform erstmal projektintern genutzt und entwickelt wurde. Die kann dann so oder so ähnlich aussehen, dass man die verschiedenen Kacheln da hat und darstellen kann, welche Räder genutzt sind oder wie der Verkehr gerade läuft, welche Ampeln geschaltet sind etc. Gut, Schlussfolgerung hier zu diesem Thema ist, dass eben Big Data, Real-Time Data, also Echtzeitdaten und Datenplattformen zum Top-Thema geworden sind, auch in Köln und hier jetzt im Stadt- und Stadtwerke-Konzern noch im Detail weiter detailliert werden. Es auch Förderanträge gibt, die gestellt werden zum Teil und dass hier eben auch eine vertrauenswürdige Cloud-Infrastruktur nötig ist und die auch erstmal definiert werden muss. Es muss also physische Infrastruktur geben einmal, aber auch die horizontale Plattform, mit der sich dann alle austauschen können. Es ist also erstmal ein großes Verständnis nötig vom zum Beispiel Wert der Daten, von den Bedürfnissen der Beteiligten, von den Barrieren, die es alle gibt, zu den Abhängigkeiten untereinander, wie das alles miteinander zusammenhängt, aber auch eben Recht und Akzeptanz sind Themen, Datenschutz und Geschäftsmodelle und Anbieterunabhängigkeiten etc. Also das sind viele große Themen, die da zum Vorschein kamen, auch wahrscheinlich gar nicht Anfang des Projekts schon klar waren, was da alles mit zusammenhängt und wie man sich dann da herantastet. Was aber ganz deutlich wurde, ist, dass ganz wichtig ist, die Ergebnisse zu definieren, zu sagen, wo man eigentlich drauf hinaus möchte und das mit anschaulichen Anwendungsfällen darzustellen. Einfach damit man das als Beispiel zeigen kann und auch die Vorstellung da fördern kann. Gut, dann haben wir an Normen mitgearbeitet, das ist sicher auch ein wichtiges Thema. Und dieses Thema Smart Governance und Strategie, die Arbeit innerhalb einer Stadtverwaltung auch voranzutreiben. Natürlich ist auch immer wichtig, eine gute Diskussion und ein gutes Kommunikationskonzept bei diesen Themen. Ja, zum Thema Mobilität
In Barcelona vielleicht kurz einen Einblick, was dort so geschehen ist. Da gab es das Thema des Superblock. Da wurden also Mikroplattformen eingerichtet zur Verteilung von Waren. Man hat Lastenräder eingesetzt und diese großen Barcelona-typischen Blöcke in größere, nochmal größere Blöcke zusammengefasst, um dann da beruhigtere Zonen einzurichten, dass da auch viel mehr passieren kann an öffentlichem Leben, nicht nur Straßen- und Autoleben, sondern eben auch Menschen sich dort besser aufhalten können und hier auch mit diesen Lastenrädern auch sogar Umweltparameter überwacht werden konnten. Auch ein gutes Beispiel, denke ich, was nicht nur mit diesem typisch Barcelona-Block geschehen kann, sondern auch in allen anderen Straßenzügen. Ja, in Köln hatten wir also das Ziel der Reduzierung des CO2 um 60%. Implementiert haben wir es einmal so, dass wir den Parksuchverkehr reduziert haben, die privaten PKWs reduzieren wollten und auch haben im Projekt, die E-Mobilität gestärkt haben und das Nutzerverhalten beeinflussen konnten, das dann eben hoffentlich zu weniger Verkehr, Lärm und Emissionen führt und auch führte und noch führen soll. Gut, das Bild haben Sie sicher gesehen. Das soll ein auch mal lustiger Spaß sein hier. This on the left, this one runs on fat and saves you money. Und auf der rechten Seite, this one runs on money and makes you fat. Man muss ja auch Anreize finden für gewisse Maßnahmen. Diese Folie ist jetzt etwas überladen. Ich wollte sie erst aufbauen, aber jetzt sehen Sie alles gleichzeitig. Nicht schlimm. Wie haben wir das Ganze umgesetzt? Wir haben also Mobilstationen eingerichtet, die verschiedene Module beinhalten, nämlich einmal das Bike Sharing und den ÖPNV miteinander verbinden. Da haben wir sowohl normale Fahrräder als auch Fahrräder mit Elektroantrieb. Das ist in Köln eine Neuheit, die die KVB erstmal im Projekt Grossmartern nur ausprobieren wollte, mit nur einer geringen Anzahl von E-Bikes. Weil die Stadt Köln ja nicht riesengroß ist und auch nicht jetzt gerade sehr hügelig ist, so dass noch immer getestet wird, glaube ich, ob dieses E-Bike-System überhaupt weiter genutzt werden wird. Dann gibt es das Thema Carsharing. Das reduziert den Besitz privater Autos und fördert inzwischen eben auch die E-Mobilität, weil durch das Carsharing auch viel mehr E-Autos angeschafft wurden und innerhalb des Projekts eine Idee entwickelt wurde, dieses sogenannte E-Ticket, das inzwischen vielleicht schon gang und gäbe ist, aber im Projekt wurde das entwickelt, sodass dieses Unternehmen Cambio hier mit den Leihautos zusammenarbeitet, mit den Leihfahrrädern der KVB. Man kann also diese Karte, die man für dieses Carsharing hat, auch nutzen für die Freischaltung der Fahrräder. Dann als dritten Punkt die Parking Sharing App der Firma Ampido, bei der man Parksuchverkehr vermeidet oder verringert. Man kann also im Vorhinein einen Parkplatz suchen. Das heißt, ich fahre von Punkt A nach Punkt B und suche im Normalfall eine halbe Stunde nach einem Parkplatz und vermeide das eben, indem ich schon vorher weiß, da muss ich hin, da kann ich einen Parkplatz finden. Und diese App ist eben dazu da. Ampido war zu Anfang des Projekts noch ein Startup-Unternehmen, inzwischen aber auch schon wohl viel bekannter. Gut, dann wurde eben nochmal zusätzliche Ladeinfrastruktur eingerichtet, nicht nur an den Mobilstationen, sondern eben auch, wie schon gesagt, an den Laternenpfeilen. Und es gibt das System Clever City, ganz oben rechts im Bild zu sehen, welches Sensorik darstellt für Parkplätze, die dann gescannt werden, bei denen man dann im Internet verfolgen kann oder auf der App, wo ein Platz frei ist und wo nicht. Genau. Das war jetzt nicht im Projekt, aber für das Projekt auf einem der Plätze, auf denen diese erste Mobilstation umgesetzt wurde. Ja, die Mobilstation musste natürlich auch irgendwie sichtbar gemacht werden. Man musste irgendwie sehen, wo die überhaupt jetzt ist, diese Mobilstation. Wir haben auch zusammengearbeitet mit dem Land und dem Ministerium NRW, und auch mit dem NVR, um dieses Logo zu entwickeln. Denn man muss ja auch erstmal so einen Wiedererkennungswert dann haben und finden, wo diese Stationen sind. Denn dieses System oder diese Idee der Mobilstation soll sich ja weiter ausbreiten. Wir haben im Moment im Projekt Grow Smarter diese circa 10 Mobilstationen umsetzen können. Die drei großen am Bahnhof Deutz oder auch hinterm Bahnhof Deutz, in der Stegerwald-Siedlung und am Mülheimer Bahnhof. Andere Stationen haben dann nicht immer unbedingt alle Komponenten mit dabei.
Und außerhalb dieser 10 Stationen war es dann ganz toll, dass wir es geschafft haben, diese Idee der Mobilstation weiter zu verbreiten, dass die Stadtverwaltung also gemerkt hat, das ist ein gutes System, das ist eine gute Initiative, die wollen wir ausbreiten auf das gesamte Stadtgebiet, sodass es jetzt also einen Masterplan gibt für Köln mit verschiedenen Levels von, ja, also Stufen, was also priorisiert, wo priorisiert wird, auch im Zusammenhang mit natürlich Fördergeldern, die dann kommen, hoffentlich, um diese Stationen nach und nach sukzessive umzusetzen. Gut, und dann gibt es natürlich erfreuliche Dinge zu berichten, wenn dann zum Beispiel ein Innovationspreis für dieses Projekt Siedlungsmanagement gewonnen wurde, wenn hier berichtet wurde, auch beim BDA in Halle zum Thema Houston, we have a problem, da durften wir dann mit Grow Smarter auch dabei sein und den Themen folgen. Wir wurden zum Glück auch mal in den Medien dargestellt und als 87. Klimaschutzsiedlung NRW sogar ausgezeichnet und auch in der Bauwelt, Stadtbauwelt dargestellt. Ja, was haben wir gemacht? Insgesamt wurden also circa 130.000 Quadratmeter renoviert, circa 15.000 Bürger involviert, das gilt jetzt hier für das Gesamtprojekt Grow Smarter, circa 2.600 Tonnen CO2 pro Jahr gespart, 72 nachhaltige Fahrzeuge kamen zum Einsatz oder sind auch immer noch im Einsatz. Wir haben das Thema Smart Governance weiter angestoßen und 12 von diesen 12 Lösungen mit sämtlichen Unterlösungen, die es ja darin gab, wurden und werden repliziert. Wir haben also geschafft, dass diese Lösungen weiter verbreitet werden konnten und 36 weitere Projekte und Initiativen weiterhin auch angeregt wurden und inspiriert wurden. Man kann natürlich sagen, das war ja alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, gerade in Köln, da nur in der Stegerwald-Siedlung. Aber wie man sieht, das Ganze zieht doch weite Kreise. Und in Köln eben unter anderem mit den Mobilstationen und der E-Mobilität haben wir da schon sehr viel erreicht. Unter anderem dann eben auch die Entwicklung zum Beispiel der Leitlinien im Klimaschutz, die dann bald kommen sollen, die auch Teil dieses Klimaschutzkonzept, das kein Klima aktiv sind und darüber eben auch inzwischen die Entwicklung einer Gesamtstrategie für die Stadt Köln. Ja, dann gab es eben noch eine nette Auszeichnung hier vom Bundeswirtschaftsministerium, aber auch von der Smart City Expo World Congress 2019. Da freut sich natürlich das gesamte Team. Das ist dann auch eine schöne Belohnung für die viele Arbeit in den 5 Jahren. Gut, so wäre ich dann jetzt bei den Fragen angekommen, wenn es welche gibt, ganz bestimmt. Ja, ich habe tatsächlich hier im Chat einige Fragen, vor allen Dingen zu dem Projekt Grow Smarter. So wird gefragt, was hat Köln von Barcelonas Superblocks gelernt? Gibt es Überlegungen, etwas Ähnliches in Köln auszuprobieren? Das ist eine Frage. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du immer auf die Fragen so antworten willst. Kann ich machen, ist dann wahrscheinlich praktisch. Ja, diese Superblock-Idee finde ich auch sehr beeindruckend und wird im Grunde ja schon auch eingesetzt zu gewissen Zeiten, wenn es mal Feste gibt oder wenn es Straßenzüge gibt, die geschlossen werden für besondere Aktionen. Im Grunde ist ja eine Fußgängerzone auch sowas Ähnliches. Aber das Thema ist ansonsten vielleicht in Köln bisher noch nicht weiter im Detail verfolgt worden. Da können wir natürlich auch weiter mal dranbleiben und uns Dinge überlegen. Es steht jetzt nicht im Vordergrund, aber mir schwebt das auch immer schon noch im Hinterkopf, dass das eine gute Idee ist, die man weiter verfolgen sollte. Schön. Dann wird gefragt, gab es bei Grow Smarter nur Pull-Maßnahmen, also Maßnahmen, die versuchen, das erwünschte Verhalten attraktiver zu machen? Oder gab es auch Push-Faktoren, also Maßnahmen, die das unerwünschte Verhalten unattraktiver machen? Also zum Beispiel wurden in der Stegerwald-Siedlung Pkw-Stellplätze rückgebaut. Ja, also es ist ja so, in der Stegerwald-Siedlung wurde einmal das Projekt Grow Smarter umgesetzt. Gleichzeitig gab es aber von der DEWOG sowieso schon die Intention, manche der Gebäude aufzustocken und die Dächer sozusagen aufzustocken und dort noch mehr Wohnraum zu schaffen.
für diesen Wohnraum, den es dort neu geschaffen gab, der da neu geschaffen wurde, war der Stellplatzschlüssel ein geringerer, weil wir gesagt haben, wir setzen eine Mobilstation ein in diesem Stadtteil und dadurch müssen eben nicht so viele Stellplätze geschaffen werden für diese neuen Wohnungen. Also insofern wurden Stellplätze rückgebaut, indem eben nicht noch mehr geschaffen wurden für die ja auch neuen Bewohner, die auch ja eben diesen Stellplatzschlüssel benötigen. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann wird gefragt, welche Rolle spielten die Bürgerinnen und Bewohnerinnen bei Großmarter? Also wie sah die Bürgerbeteiligung in diesem Projekt aus und welchen Einfluss konnten Bürger, Bewohner oder Mieter auf das Projekt nehmen? Ja, also das Projekt Großmarter ist ja ein EU-Projekt, welches schon 2014 und vielleicht sogar schon 2013 in Bearbeitung war, insofern als dass dieser Antrag ja geschrieben werden musste und der Antrag in gewisser Form eingereicht wird und wenn er dann bewilligt wird, was er ja wurde, in der Form dann auch ausgeführt werden muss oder wenigstens sehr ähnlich. In dieser Vorbereitungsphase war die DEWOG natürlich auch mit einbezogen. Die Deutsche Wohnungsgesellschaft, der gehört ja das gesamte Gebiet, das heißt die Personen vor Ort sind Mieter. Und in dieser Vorphase gab es, glaube ich, nicht die Möglichkeit, groß mit einzuwirken. Sobald das Projekt startete, haben wir dann direkt im ersten Jahr allerdings die Mieter alle eingeladen und eine Veranstaltung organisiert, bei der wir Schritt für Schritt sozusagen durch dieses Projekt und durch die umzusetzenden Maßnahmen geführt haben und erklärt haben, was alles passieren wird und passieren soll in der Siedlung, die PV-Anlagen, die Mobilstation etc. Da konnten wir die Menschen mitnehmen, aber es war nicht unbedingt immer so der große Andrang, den man sich denkt oder wünscht. Vielleicht auch, weil die Stegerwald-Siedlung eine Siedlung ist, die jetzt nicht die hippeste Siedlung in Köln ist. Aber wir haben dann tatsächlich ungefähr jährlich, glaube ich, Informationsveranstaltungen gehabt und man merkte dann, sobald mehr Baumaßnahmen stattfanden, es dreckiger, lauter und auch unangenehmer natürlich dadurch wurde, war dann der Andrang größer. Und dort kamen dann natürlich viel mehr Menschen, die sich dann informieren wollten, warum steht der Bagger immer noch da, warum ist das Loch noch nicht zu etc. Und auch andere Themen, die dann da angesprochen wurden. Und da sind wir drauf eingegangen, haben auch immer mit dem gesamten Team sind wir da hin und haben Rede und Antwort gestanden und haben die Bewohner so mitgenommen. Es gab noch eine schöne Geschichte, nämlich die sogenannten Community Reporter. Und die sind eine Gruppe von Personen, die lernen können, sich journalistisch darzustellen. Und da wurde in einem dieser Treffen ein kleiner Film sogar gedreht und dieses Projekt auch dargestellt, um da eben ja Leute mitzunehmen, aber auch einfach, um das Projekt mal darzustellen. Ich denke, bei einem EU-Projekt in dieser Art ist es schwierig, gerade Mieter so mitzunehmen, dass sie selber noch sehr viel Einflussmöglichkeiten haben. Man kann da eher im Kleinen arbeiten, nicht in den großen Themen, was genau gemacht wird, sondern vielleicht, wie gestalten wir die Themen, die wir haben, noch besser mit ihrem Input. Und da haben wir so gut wie möglich alle mitgenommen und müssen natürlich auch darauf vertrauen, dass dann das Interesse kommt. Wenn kein Interesse da ist, dann ist das so, aber es war auch Interesse da. Gut. Dann wird noch gefragt, ist es geplant, die Closed Big Data Plattform doch noch für alle Kölnerinnen zu öffnen? Und wie können die Erfahrungen des virtuellen lokalen Felix-Kraftwerks multipliziert und weiter in Köln ausgebaut werden? Ja, also diese Plattform für Growsmarter selber wird projektintern erstmal bleiben. Aber es gibt ja, wie gesagt, schon die Big Data Plattform der Stadt Köln oder Open Data, Entschuldigung, die heißt Open Data Plattform der Stadt Köln, bei der man ja auch schon sehr viele Daten suchen kann und finden kann und mit der auch, glaube ich, relativ häufig oder regelmäßig Hackathons betrieben werden, um neue Ideen zu entwickeln. Dass diese Idee der Big Open Data Platform im Projekt war für Köln sehr neu und wie gesagt auch nicht unkompliziert im Sinne
der Bereitschaft, diese Daten zu teilen. Das ist im Moment ein großes Thema, um das erstmal stadtintern, also für die städtischen Mitarbeiter, aber auch den ganzen gesamten Stadtwerke-Konzern voranzubringen. Weil man ja merkt, auf Dauer geht es in die Richtung und wir müssen uns in die Richtung entwickeln. Ja. Das jetzt schon, diese Datenplattform öffentlich zu machen, wird, glaube ich, nicht so bald passieren. Dann wird zurückgesprungen auf die Frage, wieso denn die Stegerwald-Siedlung überhaupt ausgewählt wurde und was die Auswahlkriterien waren. Ja, es war damals die Vorgabe, insgesamt 100.000 Quadratmeter umzubauen, anzufassen in diesem Projekt. Und dann wurden diese Quadratmeter verteilt auf die drei Städte, also circa 33.000 Quadratmeter pro Stadt. Und da waren wir als Stadt im Gespräch mit verschiedenen Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften, die das überhaupt stemmen können. Und da die Stegerwald-Siedlung schon vorher einen Teil der Siedlung renoviert und saniert hatte und da sehr gute Ergebnisse erzielt hatte, die sie auch nachweisen konnte, und vielleicht auch noch aus anderen Gründen, ich war bei der Auswahl nicht dabei, aber aus diesen Gründen, weil eben die Stegerwald-Siedlung da schon gemacht und auch vorzeigen konnte mit den Reduktionswerten, die angestrebt waren, kam es dann zur Stegerwald-Siedlung und der DEWOG. Gut, jetzt hat eigentlich nur noch Ralf Brandt eine Frage, die kann er dann gleich mal selber stellen. Aber ich habe noch eine, die springt etwas vor, in deinem Vortrag etwas weiter vor, nämlich zu deinem Optiwohn-Projekt. Ah ja. Die stelle ich jetzt mal eben, bevor Ralf noch seine Fragen los wird. Sollte die Stadt Köln nicht besser dazu eine externe Agentur, also zu dem Optiwohn-Projekt, ins Leben rufen, die sich auch um die Beratung für alternative Wohnkonzepte kümmert, also mitfinanzieren und... Ja, es ist tatsächlich so, dass Köln in dieses Projekt eingesprungen ist, weil eine andere Stadt ausgefallen ist, nicht mehr mitmachen wollte. Und wir zunächst dachten, ja, das klingt doch gut, dann richten wir doch mal eine Wohnraumagentur ein, die könnte man einrichten als Stadt und dieses Thema somit bespielen und vielleicht in einem Fädel, in einem Viertel mal ausprobieren. Dann stellte sich aber heraus, dass es in Köln schon tatsächlich viele Initiativen gibt, einmal städtisch gefördert, aber eben auch nicht städtische Organisationen gibt. Also städtisch zum Beispiel Wohnen für Hilfe, aber es gibt auch andere Organisationen, die da schon unterwegs sind mit diesem Thema. Und deswegen tendieren wir dazu, nicht selber etwas einzurichten, sondern da eher an dieser Vernetzung zu arbeiten, zu verstehen, was eigentlich schon alles passiert in Köln und aber auch zu verstehen, was nicht da ist und was fehlt. Und da anzusetzen und zu gucken, wie können wir da helfen, sei es eben ein runder Tisch, so etwas Ähnliches wird ja auch durch die HDAK, glaube ich, schon angeboten. Da anzusetzen, wo wir Defizite sehen. Aber wir sind tatsächlich im Moment noch in der Findungs- und Sortierungsphase, um zu verstehen, was gibt es nicht, wo setzen wir am besten an. Bin aber für Kommentare und Input immer sehr aufgeschlossen. Also Sie können mir gerne eine Mail schicken. Ralf, vielleicht, ups, jetzt ist er da. Jetzt bist du wieder da. Ja. zum letzten Punkt noch gerne auch als Angebot gemeint. Ich bin auch in diesem Netzwerk für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen innerhalb des HDAK aktiv. Es gibt ja noch andere runde Tische. Also die Szene kenne ich ein bisschen und andere Leute, die kennen die Szene noch wesentlich besser. Also sehr gerne treten wir da in den Dialog, das Gesprächsangebot nehmen wir gerne auf. Ein Gedanke, den ich noch hatte, spezifisch, weil wir ja hier im HDAK sind, Haus der Architektur, so klassische Zuhörer, Mitglieder sind Architekten, Planer, natürlich aber auch allgemein baukulturell interessierte Öffentlichkeit. Aber was wäre denn eine konstruktive Rolle, die gerade so diese Professionen spielen könnten, Planer, Architekten, Gestalter, Designer, wenn sie zur Klimaneutralität beitragen wollen? Bedeutet das, dass Gebäude müssten anders orientiert werden, müssten die Deckenhöhen anders sein,
Müsste man Leerrohre vorrüsten? Also was bedeutet das technisch im Planungsprozess? Und hätte das vielleicht auch Auswirkungen auf Materialwahl, auf Fassadengestaltung, auf Stadtästhetik? Also die baukulturelle klassische Frage zu dem Thema würde ich gerne einwerfen. Vielleicht fange ich kurz auf größerem Level an. Also inzwischen, im Moment sind wir in dem Stadium, dass wir zu diesem Thema Klimaneutralität erstmal die großen Ziele stecken wollen. Zum Beispiel für dieses Thema Gebäude. Und damit meine ich jetzt erstmal gar nicht mal unbedingt Energie und Strom, sondern Wärme- und Kälteerzeugung. Dass wir dazu zum Beispiel überlegen, also wir als Klimarat der Stadt Köln und Projektgruppe zu diesem Thema erstmal überlegen, was ist eigentlich der Bedarf, den wir hier haben bei Privatgebäuden, aber auch im Gewerbe und bei den städtischen Gebäuden. Was brauchen wir eigentlich? Dann, wie wird es produziert? Wo kommt es eigentlich her? Und einmal dezentral und zentral gibt es ja die Versorgung. Und dann aber eben auch, und das sind so die drei Themen, die kann man tatsächlich in CO2 fassen, aber dann eben auch die Themen Nutzereinbeziehung, aber auch Kreislaufwirtschaft. Was für Materialien nutzen wir? Und ich glaube, wenn wir diese Themen als praktizierender Architekt immer mal wieder aufgreifen und in den Vordergrund stellen, wie können wir Energiekonzepte für diese Gebäude schaffen, und zwar auch nicht nur für die neuen, denn oft wird ja umgebaut, oft wird ja der Bestand angefasst. Wie können wir hier zum Beispiel Ölheizung rausnehmen und umstellen in Möglichkeiten mit mehr erneuerbaren Energien etc.? Also da anzusetzen, da müssen natürlich auch die Möglichkeiten geschaffen werden, aber auch zu gucken, was gibt's hier vielleicht an Abwärme, die genutzt werden kann? Können wir irgendwo an ein Netz anschließen, was in der Nähe ist? Wie viel erneuerbare Energien können wir auf dem eigenen Gebäude nutzen? Solche Themen. Und dann natürlich bis hin zu den Materialien, was können wir nutzen, um hier klimaneutral zu wirken? Da gibt es natürlich auch tolle Leitfäden wie den DGNB und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Ansätze, und das aber auch immer zu betrachten unter dem Gesichtspunkt nicht, das ist ja alles jetzt viel teurer, wenn ich das mache, sondern diese Wirtschaftlichkeit auch wirklich zu prüfen, und zwar im Sinne des Lebenszyklus. Also nicht nur zu gucken, was kostet es jetzt, sondern was kostet es über die gesamte Zeit, und da nimmt man ja meist so 50 Jahre an, so ein Gebäude ist ja nicht mal eben wieder weg, sondern bleibt eine Weile, und da diese Lebenszyklusanalyse mit zu betrachten. Ich habe jetzt hier noch zwei kleinere Nachfragen. Kann man die Evaluierungsberichte zum Projekt nachlesen? Ah ja, und auf jeden Fall. Da besteht Interesse. Vielleicht gibt es Material, was wir noch mal rumschicken können als Link oder als PDF. Ich weiß es nicht. Fragt jemand, gibt es Kölner Bauunternehmen, Architekten, die sich in der Vergangenheit besonders hervorgetan haben? Wer ist hier aus Ihrer Expertensicht schon besonders weit, eine Vorreiterrolle einzunehmen? Stichworte zum Beispiel Holz im Wohnungsbau, Cradle to Cradle, Recycling, Beton etc. Ja, also erst zur ersten Frage. Grow Smarter, da gibt es eine Website, die heißt Grow Smarter, ach, wie heißt sie denn nun? Ich muss das nochmal nachgucken. Ich schicke sie Ihnen, ist vielleicht auch in der Präsentation enthalten. growsmarter.eu ist es, also EU. Und da sind direkt auf der ersten Seite auch alle Reports, Evaluierungsreports runterzuladen, hauptsächlich auf Englisch natürlich. Wir haben auf Deutsch einen kleinen Flyer erstellt, wollten jetzt auch in den Ausschüssen zum Beispiel berichten zum Abschluss des Projekts. Das war jetzt aufgrund von Corona nicht möglich, weil nicht so viele Personen anwesend sein durften und diese Sitzungen so kurz wie möglich sein sollten. Aber es gibt tatsächlich diese Berichte alle online unter growsmarter.eu. Und die zweite Frage, da gibt es bestimmt Kölner Bauunternehmen und Architekten, aber die kann ich Ihnen jetzt nicht so nennen. Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, möchte auch eigentlich gar keinen jetzt hervorheben. Aber ich denke, das kommt ja sicher auch durch die Berichterstattung der Kölner Architekturszene immer mal wieder zum Vorschein.
Da gibt es ja auch auf Bundesebene gute Vorbilder. Vielleicht klein Einwurf, Korrektur, es ist grow-smarter.eu. Richtig. Growsmarter.eu kann man noch kaufen, die Domain. Okay. Verfügbar, ja. Grow-smarter, genau. Grow-smarter.eu, genau, ja, richtig. Ja, richtig. Vielleicht, ich sehe auch gerade im Chat noch, wir haben jetzt 19:55, vielleicht reicht es noch für die Frage. Eigentlich eine Ergänzung der Frage, die gerade von Jola schon vorgelesen wurde. Cradle to Cradle wurde genannt. Holz im Wohnungsbau finde ich interessant, deshalb, weil das ganze Thema ja graue Energie, also es gibt ja Energieverbrauch, das im Lauf eines Lebens, in der Nutzungsphase eines Gebäudes durch Heizung und so und sonstiges gebraucht wird. Aber im Material steckt ja auch schon sehr viel Energie drin durch die Produktion. Wurde das bei konkret in der Stegerwald-Siedlung bilanziert, mit einberechnet? Ja, das war von Anfang an war das mein Einwand, dass wir da diese Lebenszykluskosten, aber auch materialbezogenen Themen nicht von Anfang an mit einbezogen haben. Das war ein Schritt, den wir in der Evaluierung nicht gemacht haben. Wir haben tatsächlich nur evaluiert, was wurde gemacht und wie wurde hier bilanziert. Haben wir diese Einsparungswerte erzielt? Das andere war nicht von Anfang an so mitgedacht und deswegen konnte und wurde es dann auch nicht gemacht. Das wäre dann im Nachhinein zu kompliziert gewesen. Ich hätte es gern gesehen, aber das war nicht Teil der Aufgabe tatsächlich. Okay. Gut, wunderbar. Im Chat kam jetzt nichts Neues. Dann nutze ich noch eine Minute für den Werbeblock. ADAK. Wir haben nämlich ganz spannende Veranstaltungen noch vor uns. Zuerst aber mal herzlichen Dank, Julia Egenold. Ja, ich habe zu danken. Super spannend und ich freue mich, dass es auch weitergeht mit Optivon und sicherlich anderen Projekten. Ja, bleibt spannend. Freut mich danke. Sehr. Und, Vielen Dank. Gerne wieder mal im HDAK. Okay. Genau, aber das wichtigste Ereignis ist ja am kommenden Sonntag die Kommunalwahl. Da werden auch viele Weichen, was Baukultur, Nachhaltigkeit, Kohlenstoffdioxid und so weiter, werden viele Weichen dadurch gestellt natürlich. Am 15. September, also genau eine Woche von heute, wieder online ein Gespräch mit Klaus Hartzendorf zum Thema zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur. Also es geht weiter mit dem Thema Zukunftsfähigkeit, ganz konkret im Bereich Mobilität. Nochmal eine Woche später geht es um eine große Vision, die Stadtstrategie Kölner Perspektiven 2030 wurde ja neulich fertiggestellt nach einem langen partizipativen Prozess. Da gibt es die Möglichkeit, die Kernpunkte davon kennenzulernen und zu diskutieren. Viel weiter in die Zukunft will ich gar nicht gucken, aber ich freue mich wirklich sehr, da geht es um Fahrradparkhäuser, was kostet der öffentliche Raum, innovative Wohnformen, Schottergärten, Grünstadt, Grau. Also ich glaube, es ist uns gelungen, dank der Bereitschaft von Vortragenden ein wirklich spannendes Programm zusammenzustellen. Leider nur online. Ich denke, auf absehbare Zeit muss das wohl so bleiben. Wir diskutieren intern, ob wir sogenannte Leuchtturmveranstaltungen, wirklich große Themen, ob wir das wieder riskieren, irgendwo uns vor Ort physisch zu treffen oder vielleicht hybrid mit Teilen der Teilnehmer vor Ort und andere Teile zu Hause am Bildschirm. Also wir denken darüber nach. Wir versuchen unser Bestes und freuen uns immer, wenn so viele Leute wie heute dabei sind. Nochmal herzlichen Dank. Julia, vielen Dank, Jola, für die Co-Moderation. Es ist genau 20 Uhr. Noch Zeit, die Kinder ins Bett zu bringen oder Abend zu essen und so weiter. So soll es ja sein. Jeden Dienstag, 19 Uhr, eine Stunde Baukultur. Herzlichen Dank an alle. Vielen Dank. Tschüss.